Woche? Heute geht's ja ganz gut, was? Ja, wissen Sie, bloß die Beine wollen nicht mehr so, Frau Lehmann. Die Hauptsache ist, das Herz ist in Ordnung. Ja, wunderschön geworden ist doch der Laden. Direkt totschick. Ja, schon. Aber als die alte Einrichtung rausgerissen wurde, also da hat mir direkt das Herz geblutet. Die war noch von meinen Schwiegereltern. Ja, ich sehe sie noch genau, wie sie hier eines Tages auftauchten. Wissen Sie, ich sehe sie noch stehen hinterm Ladentisch mit ihrem Bubikopf. Irrtum. Damals trug ich gerade die Haare hinten hoch. Die sogenannte Entwarnungsfrisur. Entwarnungsfrisur? Wie nach einem Fliegeralarm. Alles nach oben. Ja, der Krieg. Ach, wissen Sie, wenn Sie mir nicht ab und zu was zugesteckt hätten... Oh, wird wenig genug gewesen sein. Meine bucklige Verwandtschaft, da hätte sich kein Aas, ich meine, kein Deibel um mich gekümmert. Du, Else, ja? Eben ruft die Putzfrau von Monika an. Sie muss sofort ins Krankenhaus. Was geht uns die Putzfrau an? Nicht doch die Putzfrau, Monika. Was ist denn passiert? Blinddarm, ganz plötzlich. Und Herbert ist verreist. Auch das noch? Und die Kinder? Naja, deshalb ruft er die Putzfrau an. Sie muss nämlich um 3 Uhr gehen und es muss sich doch jemand um die Kleinen kümmern. Komm, beeil dich, ich habe schon ein Taxi bestellt. Ach ja schon. Sie müssen schon entschuldigen, Herr Schuhmacher, aber Sie sehen ja, was hier los ist. Hoffentlich ist es nicht Schlimmes mit der Kleinen. Klein ist gut, die ist 28 Jahre, 7 Jahre verheiratet, Herr Schuhmacher. Ich weiß noch genau, die hat ja damals nach Thiel geheiratet. Nein, nach Dahlem. Ja, Dahlem, ja, stimmt. Diesen Polizeibeamten. Ach, das ist unser Sohn Walter. Aha. Ja, aber meine Tochter Monika, die hat einen Grundstücksmakler geheiratet. Ah, na, da geht es ihr doch sehr gut. Ja, aber jetzt, wo sie krank ist, da ist ihr Mann verreist. Herr Doktor, sollten wir nicht lieber meinen Schwiegersohn zurückrufen lassen? Dazu besteht nicht die geringste Veranlassung, gnädige Frau. Die Operation ist bestens verlaufen. In etwa 8 Tagen kann die Patientin wieder zu Hause sein. Wirklich? Moni, Kindliebling, wie geht es dir? Danke, gut, Mama. Brauchst dich nicht aufzuregen. Na, ich danke schön. Ich habe gerade den Herrn Doktor gefragt, ob wir nicht Herbert zurückrufen lassen sollten. Der weiß doch noch von gar nichts. Er ist doch in Rom, Mama. Ich telefoniere heute Abend mit ihm. Was macht dein Mann in Rom, wenn du hier eine schwierige Operation zu überstehen hast? Also schwierig war sie keinesfalls. Ich muss sie trotzdem machen, ja? Heute nur ganz kurz. Die Patientin braucht noch Ruhe. Ja, gerne. Selbstverständlich. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Wiedersehen, Herr Doktor. Gnädige Frau, hast du gehört? Und hoffentlich hat er keinen zu großen Schnitt gemacht. Machen wir. Na ja, das sieht man sonst im Bikini, ne? Du, was ist denn mit den Kleinen? Sollen wir sie zu uns nehmen? Ich wollte eigentlich an die See mit ihnen fahren. Nur mein Pech. Frau Riedel will auch in Urlaub gehen. Da denke ich nur in Heim. Sag mal, bist du noch zu retten? Wozu haben sie Großeltern? Ich dachte eigentlich eher, du... Würdest du mal mit Walter reden? Seine Frau kann... Nein, das geht nicht. Die ist bei ihrer Mutter im Harz. Na, du weißt doch, der geht's doch nicht gut. Und Gabi? Nein, das kommt gar nicht in Frage. Sieh mal, Gabi ist gerade in die Obertertia versetzt worden und die braucht ihre Ferien dringend zur Erholung. Ne? Also, wir nehmen die Kinder und damit basta. Ich wüsste keinen anderen Weg, Mama. Na, du denkst natürlich, sie sind sich tagsüber zu sehr selbst überlassen. Mhm. Das warst du als Kind auch. Das ist nun mal so, ne? Also, ich fahre gleich los und hole sie. Hm? Einmal im Jahr muss ja auch mal unser eins Urlaub machen. Ich hätte ja sonst auf die Kinder aufgepasst, aber wenn man gebucht hat und man will ja auch was vom Sommer haben. Schon gut, Frau Riedel. Die Kinder werden sich bei uns bestimmt wohlfühlen. Na, wo geht denn die Reise hin? Bad Gastein. Ist das nicht schrecklich fein? Ja, gerade richtig, Frau Lehmann. Sie sollen mal sehen, da bin ich alles andere als eine Putzfrau. Kann ich mir vorstellen. Na, können Sie sich da auch leisten, oder? Ja, leisten schon, aber wenn man ein Geschäft hat, ist man angebunden, ne? Geht mich ja nichts an, aber da haben Sie nun so einen wohlhabenden Schwiegersohn. Die Jüngste sind Sie auch nicht mehr und dann placken Sie sich ab in Ihrem Kramladen. Wir haben keinen Kramladen, Frau Riedel, sondern ein Lebensmittelgeschäft. Und zwar das Beste im ganzen Viertel. Ja, so, sind Sie so lieb und holen die Kinder, ja? Michael, Susi, seid ihr fertig? Na, ihr Schätzchen! Na, nun lasst mal eure Oma los, sonst kriegt sie ja gar keine Luft. Ich bekomme Luft, Frau Riedel. So, nun komm, ja, Opa wird Augen machen, was? Was ist denn das? Wo habt ihr denn das her? Das ist eine Frau! Ja, schämt euch, hier in der Mülltonne rumzuwühlen. Geht mal runter vom Hof, das ist hier kein Spielplatz. Marsch, marsch!
Wo sind denn die Kleinen? Ach, was haben Sie denn da, Herr Diering? Ach, die Kinder gehören zu Ihnen, Herr Lehmann. Ja, ja, das sind unsere Enkelkinder. Aber wo sind sie denn? Die habe ich rausgeschickt. Das ist doch hier kein Spielplatz. Das wissen Sie doch, Herr Lehmann. Na ja, entschuldigen Sie, aber unsere Tochter ist krank und irgendjemand muss sich doch um die Kinder kümmern. Na ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber sehen Sie mal, als Hauswirt bin ich doch für alles haftbar, was hier passiert, was die hier alles anstellen. In so einem muffigen Hof lässt man doch keine Kinder spielen, Herr Lehmann. Muffig? Na, an der Miete ist aber davon nichts zu merken. Paul, wo bleibst du denn, Kundschaft? Ja, entschuldigen Sie. Wir haben ja gar keinen Spielplatz. Der nächste, der ist ja so weit weg. Das ist mir doch egal. Geht, wohin ihr wollt, aber doch nicht hier vor meinem Laden. Da läuft mir ja noch die letzte Kundschaft weg. Also wenn das so weitergeht, wäre ich wahnsinnig. Nun los, ab mit euch, durch die Mitte. Euch werde ich helfen. Unglaublich sowas. Nanu, was ist denn mit euch? Wir haben ja gar nicht mitgespielt. Ihr habt gar nicht mitgespielt? Na hört mal, das kann ja jeder sagen. Ihr steht doch hier nicht zum Spaß. Nur geht mal zu den anderen. Sagt mal, seid ihr nicht die Enkel von Lehmanns? Ja. Und da seid ihr hier? Warum seid ihr denn dann nicht bei euren Großeltern und macht da Lärm? Da könnt ihr von mir aus schreien, bis eine Schaufensterscheibe zerspringt. Also los, nach drüben und schnell, ja? Sie haben wohl Tomaten auf den Augen. Können Sie Ihre Kinder nicht an der Hand führen? Meine Kinder? Na, erlauben Sie mal. Also, das ist ja der Gipfel. Na, nun kommt, ich werde euch mal rüberbringen. Ach, man ist ja viel zu gut. Haben wir noch welche von den großen Gurkengläsern? Das ist die letzte, Herr Lehmann. Habe ich gestern aufgeholt. Gut, danke, wenn ich welche bestellen. Herr Lehmann! Ja, bitte? Also, ich will ja nichts gesagt haben, aber die Straße ist ja nun schließlich kein Spielplatz und schon gar nicht da drüben vor meinem Salon. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie die Kleinen immer so unbeaufsichtigt rumspielen lassen, wo alle Nase lang was passiert. Die Kinder werden eben bald ins Auto gelaufen. Nein, das ist doch nicht wahr. Ja, und das Auto hat gebrannt. Und der Mann hat geschimpft. Ja, mich hat er beschimpft und völlig zu Unrecht, weil er gedacht hat, ich bin die Mutter der Kinder. Aber da sieht man mal wieder, dass Männer keine Augen im Kopf haben. Komm, Kinder, ich bringe euch nach hinten. Du, Paul, bitte ihn doch bitte weiter. Ja, ja, natürlich, aber jedenfalls, ich danke Ihnen sehr für Ihre Mühe. Das ist ja nicht der Rede wert, Herr Lehmann. So, hier bitte für Ihre Menschenfreundlichkeit. Nein, danke, ich kann aber nicht. Aber nehmen Sie es ruhig, das ist Olivenöl, da sprechen Sie noch schneller. Na ja, gut. Schönen Dank, Herr Lehmann. Ich habe zu danken. Paul, so geht das doch nicht weiter. Dabei ist das erst der zweite Tag. Ja, du hättest Monika gleich sagen sollen. Aber dazu ist doch jetzt zu spät. Das Ganze wäre kein Problem, wenn wir in der Nähe einen Kinderspielplatz hätten. Sag mal, kannst du nicht mal mit Kurt darüber sprechen? Ja, was denn? Sollt ihr einen Kinderspielplatz jetzt herzaubern? Dann müssen wir eben einen Babysitter engagieren oder so etwas. Das kommt doch gar nicht in Frage. Ich vertraue doch meine Kinder, meine Enkelkinder keinem fremden Menschen an. Das ist doch Quatsch. Na, oder vielleicht Frau Steffens. Die dreht durch und schmeißt nachher die Arbeit hin. Das geht auch nicht. Also bitte, da muss eben Gabi her. Es ist doch nicht mehr als recht und billig, dass man sich in der Familie gegenseitig aushilft, nicht? Paul, Gabi ist doch in einem Ferienlager, das weißt du doch. Schließlich sind nur einmal im Jahr große Ferien, nicht? Ferien, Ferien. Lehrer müsste man sein. Ja, dann hätte man ein feines Leben. Oh, die haben auch ihre Sorgen. Oder der Hausmeister der Schule. Die hat ja auch 6 Wochen Ferien. Und dann legt er sich im Liegestuhl schön auf den Schulhof. Ah! Was ist denn? Wieder dein Ischias? Nein, eine Idee. Eine Idee? Ja. Oh, Paul, du machst doch nicht so spannend. Nein, nein, Moment, pass mal auf. Wenn ich morgen vom Großmarkt komme, dann greife ich mir Susi und Michael und... So, nun wollen wir mal sehen, wo hier eine Klingel ist. Da ist ja eine. Ach ja, siehst du, hast du gleich entdeckt. So, und nun Klingelingeling. Guten Tag. Guten Tag. Ach, Sie sind sicher der Hausmeister, was? Ja, so ist es. Na ja, ich hätte ja ganz gern mal eine Frage. Ach, übrigens, Sie werden lachen, in diese Schule sind schon meine Kinder gegangen. Wir gehen schon seit 30 Jahren Kinder rein. Ja, mein Name ist Lehmann.
Lebensmittel-Lehmann. Hier in der Ludwig-Kirch-Straße, kennen Sie sicher, was? Nee, wir kaufen bei Pichelstein, gleich um die Ecke. Naja, das macht ja nichts. Ich sage mir immer, Konkurrenz muss ja auch leben, was? Naja, wie gesagt, ich hätte ganz gerne mal eine Frage, nicht? Ja. Na, fragen Sie schon. Ich habe oben die Putzkolonne. Ach, groß rein und machen, was? Naja, jetzt in den Ferien. Die Leute denken immer, wir liegen auf der faulen Haut. Na, sowas. Also, wer ein bisschen was davon versteht, der weiß, was Sie so alles am Hals haben, nicht? Aber weil wir gerade von den Ferien sprechen, auf dem Hof wird doch nichts gemacht. Nichts? Wie meinen Sie denn das? Na, jetzt in den Ferien steht der Schulhof doch leer, oder? Ja, natürlich steht der leer. Sehen Sie, das wollte ich nur hören. Sie wissen doch selbst, dass es in unserer Gegend an Kinderspielplätzen fehlt. Und jetzt, wo die Kinder zu Hause sind, sind sie gezwungen, auf der Straße zu spielen. Ah, jetzt kapiere ich, auch ohne Brille. Sie wollen, dass Ihre beiden Kleinen hier auf meinem Hof rumtoben, was? Na, nicht nur hier meine beiden, sondern die Kinder von der ganzen Straße. Sie wollen mich wohl veräppeln, hä? Wieso denn? Sehen Sie, die Schule gehört doch der Öffentlichkeit. Also, der Schulhof, demzufolge auch. So ein Quatsch, dann sollen Sie doch an den Ferienspielen teilnehmen. Jeden Morgen fährt ein Omnibus raus ans Wasser, da sind Sie doch bestens aufgehoben. Was denn auch solche Kleinen? Die wollen nicht. Naja, na sehen Sie. Und nicht jedes Kind fährt gerne raus ans Wasser. Und was ist denn nun mit denen? Das weiß ich doch nicht. Entschuldigen Sie, ich muss jetzt rauf. Also gut, dann möchte ich den Herrn Direktor sprechen. Müssen Sie 10 Tage vor Schulbeginn kommen, dann können Sie den hier antreffen, wenn die 9-Stunden-Pläne ausgearbeitet werden. Vorher nicht. Na ja, schön, dann gehe ich eben in seine Wohnung. Der befindet sich zurzeit auf Mallorca. Sehen Sie mal zu, dass Sie eine Straßenbahn dahin erwischen. Also kommt.